Hallo und herzlich willkommen zu Neck. Vor ungefähr 4 Stunden gekauft. So ein bisschen zur Zeitüberbrückung jetzt nach Forza. Ah, ruckelnde Ladebildschirme, schön. Er ladet und nichts passiert. In der Testaufnahme eben ging das nicht so langsam. Hallo, PS4? Hast dich aufgehängt? Ah. So, Neck. Ja, gut, das war eben vom... So, normal und leicht. Den überschreiben wir. Ja. Und los geht's. Dr. Celebrity. Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten und, Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen? Wo ist Ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Die Klippen, hä? Die liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Aber ich weiß nicht, ob auch alle wieder rauskommen. Victor? Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Lukas! Na schön. Dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionskorps. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie! Onkel! Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Trab. Huh? Muss an die Arbeit. Bis später! Okay. Fang an! Geh's ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. So, da sind wir nun. Was Sie hier vor sich sehen, ist meine größte Schöpfung. Neck. Okay. Ups. Ich wollte nur demonstrieren, was passiert. Ach, wie geil. Schaut mal da hinten, die Bildschirme. Da sind wir.
Zwei auf einmal. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Ein kleines Jump and Run. Diese Relikte, das Fundament unserer Gesellschaft. Geheimnisvolle Überreste einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen antreiben und unseren Lebensstil ermöglichen. Geil. Aha. Diese Teile, die wir eben aufgesammelt haben, die sorgen dafür, dass wir immer größer werden. Zack, zack, zack. Schnauze. Yeah. Zack, zack, zack. Hoffentlich hat man es gesehen. Also man sieht schon, wir werden immer größer. Diese Relikte von tief unter der Erde aus und nutzen sie, um unsere Autos, Flugzeuge und Generatoren anzutreiben. Die Entdeckung dieser unerschöpflichen Energiequelle hat unser Leben völlig verändert. Ups. Sollte mich mal mehr konzentrieren. Zack, 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 zack. Gegeben. Bam. Sogar Slow Motion haben wir. Nice. Jahrzehntelang habe ich die Geheimnisse der Relikte studiert, um herauszufinden, wie man ihnen ein Bewusstsein gibt. Das Ergebnis ist Nack. Ein lebendiges, denkendes, atmendes Wesen. Ah. Du gehabt. So, bisschen Jump'n'Run-Feeling. Ah, ich habe so Spiele vermisst. Ich habe schon ewig keinen Jump'n'Run mehr gespielt. Schon so lang her. Au. Also mit dem Ausweichen, das klappt noch nicht ganz. Gut, ist nur Tutorial, also wenn ich jetzt hier abkacke. Das ist doch. Also. So, ein bisschen Leben haben wir wieder aufgebaut. Nimm diese Relikte auf. Kann ich nicht aufnehmen. Jetzt. Nice. Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck explosionsartig wachsen. Ein bisschen. Neck böse. Moin. Ah. Nice. Macht Spaß.
Zack. Nap, schrumpfe und lauf durch den Durchgang. Viel zu klein mit so kleinen Tapsefüßchen. Lalalalalala. Au. Richtig. Kann man hier lang? Kann man nicht lang. Hätte noch sein können, dass da irgendwie so ein Special oder so ist. Indem er Energie aus Sonnensteinen absorbiert. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Okay. Mac, zerstöre mit der Schockwelle die Schilde der Roboter. Ich glaube, wir haben nicht nur die Schilde zerstört. Sie können beobachten, dass die Schockwelle mehrere Ziele gleichzeitig zerstören kann. Oh, Wind. Au. Da hat er uns gesagt. Alter! Das ist Jump'n'Run. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Verstehe. Dreckskind. Hä? Jetzt bin ich aber ausgewichen. Das war Cheating. So, komm jetzt. So. Ich würde gerne mal wissen, was den so zusammenhält. Gravitation? Nack, lade dich mit den Sonnensteinen wieder auf. Nack kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Drücke Kreis und Viereck für einen Supermove. Einen Sturm von Relikten. Okay. Zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesen Gegnern bewirken kann. Sehr schön. Wie Sie gesehen haben, kann Nack mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Cool. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Nack, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Nack. Beeindruckend? Mir kommt er doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun, als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Nack die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Sympathische Stimme hat er jedenfalls. Und? Meinen Sie, Nack packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen.
einen. Ja, Kiste mit noch mehr Teilen. Halt, da hinten sind Sonnensteine. Wow. Au. Zack. Mit der Kraft der Sonnensteine kann Neck auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Au. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Schön kaputt machen, vielleicht verbirgt sich da drinnen noch was. Halt! Schockwelle, Sturm, Explosion. Sehr schön. Ha! Geübte Gamer-Auge. Boah. Trick 17. Moinsen. Boah. Ich find's cool, dass so die Struktur immer größer wird von dem Kleinen. Kann ich die Autos kaputt machen? Nee. Finde ich echt cool. Der nächste. Die sind ein bisschen größer. Oh. Keine Sonnensteine. Ja, werft mal Autos erstmal kaputt. Ich sehe nichts. Okay, das ist scheiße. Da müsste sich die Kameraoptik ändern. Also da müsste sich die Kameraoptik vielleicht ein bisschen ändern. Das ist ein bisschen schade. Uah! Sonnensteine, die übersieht man so schnell. Zack. Also diese Slow-Motion-Effekte finde ich super.
Wäre noch geil, wenn die Gegner auch noch so, chemische Teile bringen. Der wird immer größer, das ist cool. Wie Hulk. Alter! Also sterben tut man hier schnell. So, den zuerst. Boah, die weichen auch zurück. Also die KI ist echt gut. Ach, halt! Schau mal da. Ups. Ein geheimer Gang. Ach, nice. Sucher, du hast eine Trophäe erhalten. Du hast einen versteckten Gegenstand entdeckt. Du kannst auch dieselbe Art von Gegenständen wählen, die in deiner Freunde hier gefunden haben. Auszeichnung des Spiels. Aha. Cool. Sammlung 1 und 4 benötigt. Irgendwas hat die PS4 jetzt aufgezeichnet. Aber nicht schlecht. Aber man merkt einfach, dass das ein, ich sag mal, ein Spiel für... So. Sieht aber brutaler aus. Was? Na also. Okay. Und, Victor, bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nag mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nag muss unbedingt mit auf die Expedition. Frag mich, was Charlotte wohl von Nag gehalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc. Gehen wir. Schneller, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Doc. Danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne, nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team!
Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen! Also, Neck, möge das Abenteuer beginnen! Kann losgehen. Tja, meine Liebe, wünsche uns Glück.